Ribla ist das Institut für biologische Landwirtschaft und Agrarkultur zu Lützeburg. Wir sind Kompetenzzentrum für Forschung und Berodung am biologischen Landbau. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir den Wissenstransfer garantieren. Das heißt, eine Forschung und Forschungsergebnisse ganz schnell über die Berodung an der Praxis ankommen und da im Terrain vom Bauer können genutzt gehen und so natürlich auch der Allgemeinheit Dinge für eine mehr nachhaltige Landbewirtschaftung. Wir befinden uns hier auf der Demonstrationsfläche für das Projekt 2000 Quadratmeter für unser Essen. Die Projektfläche zeigt diejenige Fläche, die jedem von uns jährlich zur Verfügung steht, um sich saisonal und regional, aber auch ausgewogen zu ernähren. Was mir an der Arbeit in diesem Projekt besonders gut gefällt, ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, Teile unserer Forschungsarbeit am IBLA besonders lebendig an die Menschen weiterzuvermitteln. Ich bin jetzt seit 2015 bei der IBLA als Berater eingestellt. Ich mache die Arbeit beim IBLA wirklich sehr gerne, weil wir durch die Kombination aus Beratung und Forschung natürlich eine einmalige Situation haben, auch Forschung und Beratung miteinander zu verbinden. Und vor allen Dingen haben wir hier die Möglichkeit, die ganzheitlichen Denkansätze bezüglich der landwirtschaftlichen Erzeugung, gesellschaftlichen Situationen und die mich schon mein Leben lang beschäftigen, in einer Form umzusetzen, wie es woanders kaum möglich wäre. Die Landwirtschaft wird oft als Teil des Problems gesehen, zum Beispiel in Bezug auf das Artensterben oder den Klimawandel. Ich glaube fest daran, dass die Landwirtschaft Teil der Lösung sein muss und auch sein kann. Wir beim IBLA entwickeln diese Lösungen. So zum Beispiel auch in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft. Wir kompostieren Trester, der aus Weintrauben entsteht. Und diese Trester wenden wir auch hier lokal im Weinberg wieder an, um den lokalen Kreislauf zu schließen. Wir sind hier am Sojasteck zu Buß. Soja, das ist eine neue Kultur hier zu Lützeburg, die aber für allem interessant ist, mit seinem hohen Proteingehalt und der Wertigkeit von dem Protein. Die Soja handelt mir heute, die geht am Hirsch gedrescht und da weiter verschafft zu Hingerfutter. Das Hingerfutter, das könnt ihr nur in eine Lege haben, die dann mal da Bio-Eier produzieren, die da überall zu kaufen kriegt. Der IBLA hier funktioniert dabei, als Bauern zu beroden und ihnen die optimale Unterstützung zu geben, für das neue Kultur umzubauen. Wir sind hier auf einem typischen Prüfungsstandort für Wintergetreide vom IBLA und was mir hier an der Arbeit super gut gefällt, ist einfach, dass obwohl es einfach nur Weizensorten oder tritikale Sorten oder Roggensorten sind, es so viele verschiedene Variationen gibt und was mir wirklich gut dran gefällt, ist, dass man einfach eine Dienstleistung an den Bauern macht, indem man ihnen Sorten empfiehlt, die guten Ertrag bringen, die gesund sind und dass hinterher der Bauer auch was davon hat, indem man einen guten Ertrag später bekommt und vor allem beim Brotweizen auch eine gute Qualität und auch hinterher gutes Brot erzeugt. Wir beim IBLA probieren unseren Teil dazu beizutragen, für das Ernährungssystem halt in Lützeburg mehr positiv oder mehr nachhaltig zu gestalten. Das fängt natürlich einerseits bei der primären Produktion, bei der Landwirtschaft an. Da machen wir relativ viel. Am Projekt, wo ich hauptsächlich arbeite, probieren wir dann als auch den wollen Konsumenten und Konsumentenverhalten, Ernährungsgewohnheiten mehr genau anzugucken. Weil nur dadurch, dass man den Mond auf der anderen Seite kreiert, können wir auch etwas an der primären Produktion wirklich ändern. Und ja, es geht am Anfang nur darum, hier im Projekt die zwei Wollen zusammenzubringen, für das der Draht mehr rund dreht. Die Arbeit von der IBLA lebt eben durch die verschiedenen Mitarbeiter beim IBLA. Jeder ist engagiert und ganz begeistert bei der Sache. Jeder ist in seinem Spezialgebiet. Mit das eben uns alle Gute ganz wichtig. Und wir probieren nie, den Fokus anzuverlieren, dass wir das ganz gesamtheitlich gucken, für so zu einer nachhaltigen Landwirtschaft zu kommen, von der wir alle Guten nur natürlich profitieren können.